Und dann habe ich an meinem Geburtstag gesagt, Mama, ich wünsche mir nur ein Schwein und so. Haben meine Eltern mir halt dann ein Schwein gekauft. Der tobt manchmal und ärgert die Grete und manchmal kackt er uns in die Wohnung. Wir haben die immer Schnitzel genannt. Und sie hat sich den Namen jetzt fürs Schwein ausgesucht. Also sie hat gesagt, sie will, dass das Schwein ihren Spitznamen bekommt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, ohne Schnitzel zu leben. Meine ganze Familie mag den und ich glaube, wir können den überhaupt nicht hergeben. Okay, da kannst du kommen. Pfote, fein. Stumpen. Stumpen. Nein, nochmal stumpen. Stumpen. Fein. Und jetzt Schnitzelchen. Bitte raus. Küsschen. Mach doch ein Küsschen. Ja. Schnitzelchen, Küsschen. Habt. Seit ich ein Jahr alt bin und ja, ich bin halt früher immer mit meiner Mutter zum Bauer Sauer gegangen und ja, und dann haben wir immer die Schweine gefüttert und seitdem mag ich halt Schweine und wir haben halt, ja, weil die genauso wie ich sind, sie spielen immer gerne Matsch und genießen die Sonne, ja, und die mögen es nicht so ganz gerne, wenn man mit denen schmust und sie haben halt so eine kleine süße Nase. Meine Eltern haben immer gesagt, nein, Lina, und sie haben gedacht, es verwechselt sich bald und ja, und das ist halt nicht passiert und dann habe ich an meinem Geburtstag gesagt, Mama, ich wünsche mir nur ein Schwein und so. Haben meine Eltern mir halt dann ein Schwein gekauft und so.
Und da waren zwei Schweine. Ich sollte mich von einem Schwein entscheiden. Und ich habe halt Schnitzel genommen, weil es einfach ganz süß war. Und ich fand, das passte auch richtig so in die Wohnung. Und ich fand es richtig lustig. Und ja, wir finden es halt doof, weil er manchmal uns in die Wohnung kackt. Aber dann, wir merken es eigentlich immer rechtzeitig, dann setzen wir den raus. Also wenn er ein Kunststück gemacht hat und er kriegt nicht schnell genug Futter, dann rastet er auch aus. Wie ist das? Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, ohne Schnitzel zu leben. Warum? Ja, weil Schnitzel mir richtig ans Herz gewachsen ist und ja, meine ganze Familie mag den und ich glaube, wir können den überhaupt nicht hergeben. Ja, weil die mag Schweine, weil die so eine putzige Nase haben. Oder, ja, die hat immer gesagt, ich will nichts anderes außer ein Schwein zum Geburtstag haben. Wenn ich keins kriege, dann freue ich mich gar nicht über meine anderen Geschenke. Was? Da war das erst ganz ängstlich, dann haben wir erst beim Schwein geschlafen. Selma. Was macht er so den ganzen der Tag? Der tobt manchmal und äckert die Grete und dann bellt die Grete den an. Und manchmal kackt er uns in die Wohnung. Wie ist das? Also, ich mag Schnitzel gerne. Okay, ich mache jetzt was rein, ja? Mhm. Warte, Schnitzel, warte. Und noch mal zurück. Schnitzelchen, hopp. Schnitzelchen, hopp. Hopp. Komm, hopp. Schnitzelchen. Bisschen höher den Reifen. Und bitte. Lena? Ja? Kommst du mit dem Joghurt für einen Schnitzel? Und los. Was frisst der Schnitzelchen alles? Also Schnitzel frisst Äpfel, Möhren, ja und Müsli, Joghurt, Cornflakes, Trauben und sonst noch was alles drum, also rumliegt. Und ja, er ist eigentlich unser Wohnungsstaubsauger. Sag mal beide Äpfel weg, bitte.